Hallo und willkommen zu den Denkreisen. Heute mal etwas Kritisches und auch ein wenig Erbostes. Das muss auch mal sein. Wer meine Videos ab und zu schaut, weiß, dass ich kaum darauf aus bin, die ganz harten Keile auszuteilen. Immerhin drehen sich meine Clips fast immer um Themen, die eher etwas obskur sind, als dass ich mich darin arg emotional engagieren müsste. Nun, heute ist eine kleine Ausnahme angesagt. Da habe ich nach vielen Monaten wieder auf den Diskussionsbereich meines Kanals geklickt. Ich schaue da deshalb so selten hin, nicht weil es mich nicht interessieren würde, sondern weil da so gut wie nie jemand etwas hinschreibt. Und siehe da, eine Nachricht wartet auf mich von STR, einem Besucher meines Channels, der mich im Kontext meiner Sapristi-Reihe auf ein Video aufmerksam machen wollte. Der Clip, um den es hier geht, trägt den Titel Tim und Struppi boykottieren, der Comic Talk 12 diskutiert. Das ist also eine Podiumsdiskussion rund um Comics, moderiert von Hella von Sinnen. Super, dass es das gibt, möchte man gleich sagen. Und um ehrlich zu sein, beim Thema Hergé erwarte ich kein Fluffpiece. Ich weiß, dass Hergé kritisierbar ist und kritisiert werden sollte. Ich weiß, dass Hergé auch Scheiße gebaut hat. Wer meine Sapristi-Reihe kennt, weiß, dass ich mit Herrn Georges Remy auch mal streng ins Gericht gehe. Es gibt Momente in seinem Leben, die extreme Fehlgriffe darstellen. Ein wenig wie in meinem Leben, ohne dass ich mich nun vergleichen möchte. Aber es fällt mir doch auf, dass heutzutage die Leute bei ihren Verrissen und Kritiken oft eine moralische Position einnehmen, die ganz arrogant ist, als wären sie Heilige. Engelhafte Lichtwesen geradezu. Nun, das bin ich nicht. Vielleicht bin ich deshalb bei manchen Künstlern viel nachsichtiger als andere. Was mich bei diesem Video aber erwartete, übertraf allerdings allerlei kühne Vorstellungen. Das ist eine der widerlichsten Verunglimpfungsorgien, die ich zu diesem Thema jemals gesehen habe. Hella von Sinnen verrennt sich hier in Lügen und schwingt dabei in vollkommen neurotischer Manier die Nazi-Keule. Gänzlich ohne Beweise und vollkommen faktenbefreit behauptet sie, Hergé sei ein ganzes Leben lang ein unbelehrbarer Faschist und Antisemit gewesen. Das ist der neue Stil. So wird das heutzutage auf allen Fronten gemacht. Begriffe wie Faschist und Antisemit erfahren eine massive Entwertung durch eine inflationäre und unangemessene Verwendung. Das ist ungefähr so, wie wenn ich Hella von Sinnen öffentlich als Stalinistin bezeichnen würde. Das wäre faktisch nicht korrekt, aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich müsste nur ein paar Details etwas anders sortieren. Ich finde es immer ein wenig problematisch, wenn die Menschen gänzlich nuancenbefreit werden, wenn subtile Unterscheidungen keine Rolle mehr spielen und nur noch die Riesenkeule geschwungen wird. Ja, es gibt Menschen auf dieser Welt, die sind verbohrt, die sind bigott, die sind chauvinistisch oder auch mal arrogant. Aber nicht jeder dieser Leute ist damit qua Definition ein Rassist oder ein Antisemit. Und sogar beim waschechten Rassismus finde ich es persönlich wichtig, zu unterscheiden, ob wir es hier mit einem aktiven, demagogischen Rassismus zu tun haben, der mit missionarischem Eifer verbreitet und vorangetrieben wird, oder ob dieser Rassismus nur ein Ausdruck von Provinzialismus ist und mangelnder Bildung. Viele Menschen haben nie eine andere Welt gekannt als eine Welt, in der man auf andere Völker oder Hautfarben mit paternalistischer Überheblichkeit blickt. Eine solche Geisteshaltung ist zwar nicht in Ordnung, doch es ist höchst fahrlässig, das in denselben Topf mit dem Holocaust zu werfen. Und warum finde ich es wichtig, hier in Nuancen und Unterscheidungen zu denken? Weil ich stets daran interessiert bin, zu verstehen, was die Ursachen eines solchen Denkens und Verhaltens sind. Denn wenn ich nur verallgemeinere und bei allen ständig nur die Nazi-Keule schwinge, so wie es Hella von Sinnen unentwegt tut, werde ich nie auch nur ansatzweise verstehen, weshalb gewisse Dinge so geworden sind, wie sie sind. Dann bin ich nur ein herumpredigender Klugscheißer, der in keinster Weise ein Teil der Lösung ist, egal wie sehr ich es mir einreden mag. Ich bin dann nur ein weiterer Teil des Problems. Und dieser Blickwinkel gilt auch für andere Problemzonen in dieser Zivilisation. Es ist zum Beispiel wichtig, allen Übergriffen nachzugehen, die Frauen angetan werden, und es sind ihrer noch immer Tausende und Tausende. Aber es ist gleichermaßen wichtig, dennoch eine Unterscheidung vorzunehmen zwischen einem Mann, der einer Frau die Hand auf den Hintern legt, ungefragt, was falsch ist, und einem Mann, der eine Frau irgendwo im Gebüsch eines Parks vergewaltigt. Das ist eine extrem schwere Straftat.
Doch sehr oft erlebe ich, wie diese Dinge zunehmend in einen Topf geworfen werden. Vorzugsweise damit man sie schön unter einem gemeinsamen Hashtag verpacken kann. Doch das ist nicht unbedingt hilfreich. Und ich sage das deshalb mit so viel Nachdruck, um deutlich zu machen, dass es nicht meine Aufgabe ist, Hergé zu verteidigen und seine Reputation herzustellen. Ich bin mir absolut im Klaren darüber, welche Fehlgriffe er sich geleistet hat und habe zu keinem Zeitpunkt das Bedürfnis verspürt, diese unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wären sie nie passiert, was in der Tat einige der eher fluffigen Biografien von Hergé regelmäßig tun. Insbesondere, wenn der Verfasser Wert darauf legt, weiterhin Zugang zum Hergé-Archiv in Moulinsart zu haben. Das also nur zur Einleitung. Schauen wir doch erstmal in das Video rein. Ich sage Film ab. Und dass Hergé auch sein Vorbild ist, ganz kurz mit euch einen Schlenker machen dürfen zu der letzten Comic-Szene hier. Der Tillmann Kurt ist ja heute Abend auch bei uns, einer der Redakteure. Schatten über Tim und Struppi. Das ist also ein Artikel, der ein belgisches Buch behandelt, in dem wirklich, gab ja immer schon, man wusste das auch, also selbst ich war nie ein Tim und Struppi-Fan, aber da gibt es so ein Band, mit den, wo er in Afrika ist, und ich habe wirklich gedacht, als ich das gelesen habe, kann mal bitte jemand kommen, was ist das denn für eine kolonialistische, rassistische Scheiße? Und dann immer, wenn man das so hat, dann sagt man ja, genau wie mit Pippi Langstrumpf und der Negerkönig, das war halt die Zeit oder das musst du aus der Zeit sehen, und trotzdem hatte ich einen miesen Beigeschmack. Jetzt ist... Also ich springe da nur ganz kurz dazwischen. Ich finde es natürlich problematisch, wenn Hella von Sinnen erzählt, sie hätte nie etwas mit Tim und Struppi zu tun, aber sie hätte Tim in Kongo gelesen. Das ist ein ungewöhnlicher Zufall. Für mich klingt das etwas konstruiert, aber das nur am Rande. Wir schauen jetzt einfach mal weiter. Hier ein Artikel, in dem wirklich sehr lange und ausführlich auch bewiesen ist, dass er bis zu seinem Lebensende ein sehr starker und vernetzter Antisemit und Faschist war. Dieser berühmte Hergé, der Tim und Struppi gemalt hat. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sage, das sind auch die Hakenkreuzfahnen. Aber ich möchte euch wirklich fragen. Hohoho. Ho, ho. Super eklige Reductio ad Hitlerum. Übrigens redet sie von Beweisen, und zwar mit einer solchen Inbrunst, dass man in der Tat den Atem anhält. Erinnert euch an genau diesen Augenblick zurück, so in 20 Minuten, und sagt mir dann, was ihr von den Beweisen hält. Ich schaue mal weiter. In diesem Zusammenhang, weil es auch jetzt vor kurzem aufgepoppt ist mit Michael Jackson, dieser neue Film mit definitiven Beweisen, er hatte die Jungs da vergewaltigt, verführt, wie auch immer, geheiratet. Ja, ohne mit der Wimper zu zucken, begibt sich Hella von Sinnen sofort auf das Glatteis von sachfernen Vergleichen. Da sie nichts über Hergé und Tintin weiß, weicht sie einfach auf Michael Jackson um, als ob die Birnen etwas mit den Äpfeln zu tun haben. Und ich weiß natürlich, was sie damit sagen will. Wie soll man damit umgehen, wenn man ein Leben lang jemanden verehrt hat und dann stellt es sich heraus, dass es ein Monster ist? Aber hier ist es natürlich ein grässliches Strohmann-Argument, denn Hergé war kein Monster. Ich finde dieses popanzhafte Auftreten auch eine Ohrfeige ins Gesicht all jener Tintinologen rund um die Welt, die seit Jahrzehnten minutiös jedes Detail aus Hergés Leben sammeln und zusammentragen. Also Leute, die über ihn 100-mal mehr wissen als ich, der dazu immer noch einen Schwung Nachschlagwerk gebraucht. Denn indirekt wird hier so getan, als ob diese Leute entweder ahnungslos sind oder sich selbst belügen oder vielleicht Teil irgendeiner kollektiven Verschwörung sind mit dem Ziel, Hergés Schandtaten für die Nachwelt unter den Teppich zu kehren. Das ist also eine ganz schäbige Masche, die perfekt den Diskussionsgeist der Gegenwart reflektiert, wo man sich gegenseitig nur noch mit Trugschlüssen und Falschbehauptungen beschießt. Da erinnert man sich natürlich, dass Hella von Sinnen jahrzehntelang die Drecksarbeit fürs Privatfernsehen gemacht hatte, und diese Art von unehrlicher Mentalität sickert an dieser Stelle deutlich durch. Wir schauen jetzt mal weiter. Mal ganz, ganz naiv gefragt, darf man Tim und Struppi noch lesen? Das fragst du mich jetzt. Das frage ich dich. Weil ich aber denke, eben auch angefeuert durch die Diskussion, dass viele Radiosender Michael Jackson nicht mehr spielen, nach dem Motto hui hui hui. So. Ich bin grundsätzlich nicht dagegen, wenn man über Hergé so eine Art kulturhistorisches Gericht halten möchte, damit wir seine Rolle in unserer Geschichte einordnen können. Aber das ist etwas, das Vorbereitung braucht, nicht so ein Ad-Hoc-Drumhead-Militärgericht auf dem Schlachtfeld. Übrigens, es ist ganz okay, wenn jemand durch seine eigene Wohnung in seinen privaten vier Wänden herumläuft und sagt, ich habe diesen Artikel gelesen und davon habe ich so einen Hals bekommen. Das ist legitim.
Aber es ist nicht legitim, als nächsten Schritt damit in die mediale Öffentlichkeit zu gehen und herumzutönen. Da fehlen halt ein halbes Dutzend Zwischenschritte. Wie zum Beispiel einen solchen Artikel auf Herz und Nieren zu prüfen. Was ist das denn für eine Scheiße? Das interessiert mich im Moment sehr, wie wir als Rezipienten dazu eine Einstellung finden sollen, wenn wir etwas eigentlich bewundern und ganz toll finden und dann plötzlich erfahren, der Künstler war aber ein richtiges Arschloch oder ein Faschist oder ein Antisemit oder wie auch immer. Ja, so sieht es aus, wenn sich jemand hastig zum Ankläger, Richter und Henker erklärt. Aber ich weiß, dass ihr bei mir geringfügig mehr Tiefe erwartet. So komme ich natürlich nicht daran vorbei, mir den Originalartikel zu beschaffen. Denn sonst steht hier nur das tendenziöse Wiederkäuen von Heller von Sinnen im Raum. Und das ist einfach nicht ausreichend. Dieser Artikel ist richtig schlimm, denn während Heller von Sinnen sich einfach nur in zweiter Reihe echauffiert, wird hier das zugrunde liegende Narrativ geschaffen. Und ich bin da einiges gewohnt, denn ohnehin ist es so, dass alle paar Jahre irgendein Journalist das Thema für sich entdeckt und dann einen überraschten und aufgesetzt schockierten Artikel darüber schreibt, wie schrecklich Hergé war. Vor 2 Jahren war es Wieland Freund in der Welt, ein Aufmacherartikel unter dem Titel Hergé und die Geheimnisse von Tim und Struppi. Und solche Artikel sind nicht in ihrer Gänze falsch. Das sind keine fabulierten Märchen. Aber sie neigen dazu, aus der Biografie eines Menschen mit peinlicher Präzision nur die negativsten Momente herauszuschneiden und präsentieren dann dieses Gerippe als die Gesamtheit, als die Gesamtansicht eines Menschen. Das ist sozusagen biografische Rosinenpickerei. Guter Journalismus sieht so selten aus. Nun verstehe ich natürlich schon, dass es relevant ist, bei einem Bösewicht über seine Bosheit zu schreiben. Wenn ich einen Artikel über Martin Bormann schreiben würde, wäre es in der Tat irrelevant, ob er nun Rosen oder Tulpen liebte. Dass Adolf Hitler Hunde liebte, mag eine kurzweilige Kuriosität sein und vielleicht von Interesse für einige Psychologen, hilft uns aber im Erfassen eines wahren Monsters nicht weiter. Doch hier ist das Problem, und das ist den Autoren solcher Beiträge bewusst. Damit ihre Story, ihr Narrativ funktioniert, müssen sie in ihrem Artikel einen äußerst unehrlichen Grundstein verlegen, auf dem dann die ganze Story basiert. Und dieser Grundstein ist immer derselbe. Es ist die Legende, dass Hergé ein ganzes Leben lang ein heimlicher Nazi war. Denn sonst wirken sie mit ihren Artikeln schnell wie moralistische Rosinenpicker. Wenn man aber die Hypothese reinbringt, dass jemand hier in seinem tiefsten Inneren böse war und diese Hypothese wird wie Fakt behandelt, sieht die Sache plötzlich anders aus. Und dann lassen sich die biografischen Fehlgriffe eines Menschen perfekt in ein ganz neues Konzept, in eine neue Perlenkette aus Ereignissen aufreihen. Und plötzlich ist ein fehlerbehafteter Mensch ein riesiger Schurke. Den Rest übernimmt die neurotische Political Correctness, hier manifestiert durch Heller von Sinnen. Ach, wir sind so entsetzt, wir haben so einen Hals. Sie kann in diesem Talk nicht einen einzigen Tim und Struppi-Band beim Namen nennen, präsidiert hier aber über einem Hergé-Tribunal. Also steigen wir tiefer in die Materie ein und werfen einen Blick auf den Artikel. Ein beachtlicher Teil der Kritik basiert auf der Biografie von Pierre Azulin, auf der übrigens auch ein sehr dominanter Teil meiner Sapristi-Reihe aufgebaut ist. Ja, Azulin gilt als der strengste Biograf von Hergé und rechnet mit ihm teilweise schonungslos ab. Darum hatte ich mich damals genau für dieses Buch entschieden und mich darauf gestützt, dass ein Buch, das in der Tintin-Szene jetzt nicht unbedingt zu den beliebtesten gehört. Aber ich fand genau das wichtig, diesen erstmal kritischen Ansatz. Doch an keiner Stelle kolportiert Azulin, dass Hergé sein ganzes Leben lang ein Faschist oder Antisemit war. Das haben sich diese Leute hier einfach nur ausgedacht. Im Gegenteil, Azulin beschreibt seitenweise die inneren Befreiungsschläge von Hergé aus dem ultrakatholischen, erzkonservativen Mief, dem er entstammte. Er rekonstruiert seinen Werdegang anhand von sehr privater Korrespondenz und führt Interviews mit Leuten wie Jacques Martin, die jetzt nicht unbedingt bedingungslos gut auf Hergé zu sprechen waren. Aber Azulin ist ein exzellenter, subtiler Interpret dieser Informationen. Da ist nichts zu merken von einer billigen Nazi-Keule. Der Artikel von Claude Quigny beginnt mit diesen Worten. Brüssel 1957, Hergé in Panik.
Der Journalist Paul Vendrome äußert die Absicht, eine Biografie über ihn zu schreiben. Das hat Hergé gerade noch gefehlt, dass jemand erneut seine Kollaboration während der Nazizeit thematisiert, seine Verhaftung, seinen Gefängnisaufenthalt, das Berufsverbot und den Entzug der Bürgerrechte und des Fahrausweises. Hergé will nichts mehr davon wissen, denn die schwarzen Jahre 1940 bis 1944, das waren seine goldenen Jahre. Er erkundigt sich in seinem Umfeld, will alles über diesen Paul Vendrome erfahren und beruhigt sich, als er erfährt, dass Paul Vendrome einer der Iren ist und schon etliche Nazi-Kollaborateure mit Biografien reingewaschen hat. Er gibt grünes Licht, bleibt aber misstrauisch. Er redigiert jedes Kapitel mit Akribie, bevor Vendrome das nächste schreiben darf. 1959 erscheint schließlich Le Monde de Tintin, die erste Biografie über Hergé. Sie wird wegweisend für alle späteren Biografen. Paul Vendrome schreibt voller Begeisterung, dass Hergé mit seinem Werk den Olymp der Literatur betreten habe und vergleicht die einzelnen Tintin-Alben mit Werken von Hemingway, Hitchcock, Jules Verne, Stendhal, Simenon und D.H. Lawrence. Okay, eins nach dem anderen. Erstens ja, Hergé war extrem eitel, was die öffentliche Darstellung seiner Person betraf. Eine Regung, die ich persönlich sehr nachvollziehen kann. Ich bin da extrem ähnlich veranlagt, nicht etwa, dass jemand meine Biografie schreiben möchte. Da gibt es auch nicht sehr viel zu schreiben. Aber heutzutage schreiben wir alle unsere Biografien in einem dezentralistischen Informationsmodell namens Social Media. Und ich bin hierbei bewusster und paranoider als 99% der Leute bezüglich dessen, welche digitalen Spuren ich da so hinterlasse. Hergé verspürte in der Tat in der Nachkriegszeit stetige Paranoia, dass wieder irgendwer einen ad hominem Verriss über ihn schreiben würde. Man muss bedenken, dass nur 5 Jahre zuvor es kaum eine Zeitschrift in Brüssel gegeben hatte, die sich über ihn nicht lustig machte. La Cité Nouvelle schrieb, sein Grafikerteam sei eine Hitlerjugendbrigade und Hergé müsste unbedingt in der Kerkerhaft von Saint-Gilles einsitzen und nicht das Tintin-Magazin zeichnen. Quotidien hatte sich darüber ausgelassen, dass es doch nicht sein kann, dass jemand, der mit Raymond de Becker befreundet ist, noch immer auf freiem Fuß ist. Die eigentliche Attacke führte damals die ultralinke Zeitung Drapeau Rouge und ihr Herausgeber Fernand de Magny, der zugleich ein prominentes Mitglied der belgischen kommunistischen Partei war. De Magny hatte sich geradezu tollwütig auf Hergé eingeschossen und versuchte ihn ständig mit dem Dritten Reich zu assoziieren. Er hatte ihn als den zeichnenden Vollstrecker hitleristischer Ideologien bezeichnet. Die meisten dieser Kritiken waren massiv überspannt und schossen weit über das Ziel hinaus. Dies war eine emotionale Zeit. Hier war ein relativ kleines Land, das mehrere Jahre das Unrecht der deutschen Okkupation zu ertragen hatte, in diesem Jahrhundert bereits zum zweiten Mal. Und die Suche nach den Verantwortlichen stellte einen zentralen Teil der öffentlichen Diskussion dar. Und die Leute wurmte es teilweise gewaltig, dass Hergé während der Besatzungszeit so erfolgreich war und so viel Geld gemacht hatte. Doch Hergé war nicht deshalb während der Besatzungszeit so erfolgreich, weil er ein Nazi war und ständig mit Nazis ein Bierchen gekippt hat, sondern weil er täglich bis zur Erschöpfung zeichnete und weil ihm die politisch-historische Situation seines Landes so zuwider war, dass er lieber vollständig in seine Arbeitswelt abtauchte und fern aller Politik und Weltgeschichte auf diese Weise seine schönsten Geschichten entwickelte. War er somit auch ein Eskapist? Einer, der sich den historischen Ereignissen nicht stellte und vielleicht feige den Kopf in den Sand steckte? Aber hallo, wenn das jemand breit und dick in einem Artikel ausbreitet, mit der Schlussfolgerung, dass Hergé feige war und kein Gespür für geschichtliche Zusammenhänge besaß, dann werde ich nur beiseite treten und sagen, ja, leider war Hergé so. Der Mann war weder Resistance-Material, noch war er allzu reflektiert. Er war in gewissen Dingen verbohrt und dachte, der König von Belgien sei der wichtigste Mann im ganzen Land. Doch das macht ihn zu keinem Nazi. Übrigens, wenn Hergé so ein toller Nazi war, weshalb machte er ständig einen solchen Bogen um die Deutschen? Weshalb schlug er in der Besatzungszeit das Angebot aus, dass seine Cartoons in einer deutschen Zeitung gedruckt wurden? Antwort: Seine Aversion gegen das Dritte Reich war sichtlich größer als sein krankhafter Opportunismus. Denn normalerweise hatte Hergé keine Bedenken, jeden Lizenzen zu verkaufen, der nur kräftig dafür zahlte. Darin war Hergé wirklich kein Heiliger. Aber kein Heiliger zu sein, macht aus ihm eben keinen Nazi. Der andere Punkt zu diesem ersten Absatz hat mit der Verunglimpfung von Paul Vendrome zu tun. Der Verfasser des Artikels behauptet, Vendrome sei so eine Art Alibi-Ghostwriter, der sich darauf spezialisierte, den Anciviques, also den Kollaborateuren, die Weste reinzuwaschen.
Das ist massiv überzeichnet und tendenziös gefärbt. Lassen wir mal beiseite, dass Paul Vendôme im französischen Sprachraum ein geachteter Biograf und Publizist war, der in der Nachkriegszeit ein ganzes Regal voller Literaturpreise einheimste. Er liebte komplexe, vielschichtige Menschen und kämpfte gerne mit ihren sperrigen Biografien. Manchmal vielleicht ein wenig zu objektiv, das kann schon sein. Ich habe seine Arbeiten nun nicht gelesen, aber ein wenig Recherche zeigt schnell, dass ihm das mal besser und mal schlechter gelang. Und er hatte auch Biografien über die Schriftstellerin Françoise Sagan geschrieben, Georges Simenon. Simenon, der auch durch seine Unterstützung der Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg berühmt wurde. Vendôme hatte übrigens auch ein Buch über Léon Degrelle, Belgiens größten Nazi, geschrieben. Ein Buch mit dem Titel Le Loup au cou des chiens, Degrelle au service de Hitler, das in der Presse durchaus kritisiert wurde. Und zwar als zu reißerisch und nicht ausreichend belegt. Und das sollte man auch tun. Allerdings ist das Buch mitnichten eine Reinwaschung. Man kann mit gewisser Zuversicht sagen, dass es in der Nachkriegszeit keinen Belgier gab, der es gewagt hätte, eine Reinwaschung von Léon Degrelle zu schreiben. Also mal etwas runter vom Gas. Nun, natürlich gab es doch einen Belgier, der bereit war, eine Reinwaschung von Degrelle zu schreiben. Und das war Léon Degrelle selbst. Doch dazu komme ich noch. Somit ja, Hergé war ein Control-Freak, wenn es um seine Biografie ging, aber er musste keine Angst haben, dass da faschistisches Gedankengut an die Oberfläche käme oder antisemitische Pamphlete. Hergé musste sich nur sorgen, dass eine unverhüllte Biografie, wie sie später Pierre Azulin umsetzte, ihn als einen gesellschaftlichen Ignoranten und als jemanden darstellen würde, der aus der harmlos anmutenden Welt von Comics und Cartoons ein Haifischbecken gemacht hatte, in dem er der größte Haifisch war. Und Hergé war smart genug, um zu wissen, dass man ihm für sein turbokapitalistisches Gehabe immer wieder einen Strick drehen konnte, denn es war unter der schlechtestmöglichen Optik geschehen. Hatte es Hergé super gefunden, dass Dutzende etablierte Cartoon- und Comiczeichner wegen ihrer jüdischen Herkunft oder sozialistischer Gesinnung nach England oder USA geflüchtet waren und er plötzlich lässig das wirtschaftliche Spielfeld der franco-belgischen Szene dominieren konnte? Ja. Machte ihn das zu einem Fan der deutschen Besatzungsmacht? Nein. Diese Art von Unterscheidung muss ein Publizist, der sich über Hergé auslässt, schon leisten können. Hergé konnte ein schäbiger Opportunist sein, doch deshalb mochte er die Nazis noch lange nicht. Ich finde es auch leicht amüsant, wie Claude Quigny, der Verfasser des Artikels, da ins Schwärmerische fabulieren kommt, wenn er das belgische CEGESOMA-Projekt erwähnt, also Centre d'études guerre et société, was ein belgisches Dokumentationszentrum ist, das sich mit der Aufarbeitung der Besatzungszeit beschäftigt. Der Verfasser des Artikels echauffiert sich darüber, dass man dort kaum ein Wort über Hergé findet. Da sei doch was im Busch. Dies sei doch eine Strategie der belgischen Regierung, die Wahrheit über Hergé zu verschleiern. Einfach mal Luft holen. Glaubt jemand ernsthaft, dass es in 2019 eine staatliche Kabale gibt, die den Zeichner von Tim und Struppi schützen soll? Wirklich? Etwas weiter heißt es, mit Begeisterung tritt Hergé schon früh katholischen Pfadfinderorganisationen bei, später dem nationalen Verein Le Boy Scout, für den er regelmäßig Comics zeichnet. In dieser Zeit schließt er Freundschaft mit Raymond de Becker und Léon Degrelle. Beide werden in seinem Leben noch eine große Rolle spielen. Seine erste Serie erzählt die Abenteuer des kleinen Pfadfinders Totor. Also das ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Hier versucht der Verfasser die Lüge zu verbreiten, dass Léon Degrelle und Raymond de Becker, ein Nazi und ein Ancivique, Hergés Jugendfreunde waren. Yeah, bros over hoes, man. Grütze. Erstens hatte sich Hergé mit Raymond de Becker erst am Vorabend der Okkupation richtig angefreundet, und zwar in 1939, als de Becker noch die Zeitschrift Louis herausgab, die kurz darauf von den Nazis geschlossen wurde. Hergé hatte für de Becker das Logo für die Zeitschrift entwickelt und einige kleinere Arbeiten umgesetzt. Die beiden kannten sich schon einige Jahre und waren gute Bekannte, da Hergé für zwei Bücher von de Becker die Titelillustration übernahm. Den berühmten Nazi Léon Degrelle lernte Hergé viel früher kennen, irgendwann als er bereits seit 2 oder 3 Jahren in Le Petit Vingtième gearbeitet hatte. Degrelle war damals ein heißes Eisen, ein Auslandskorrespondent, der aus Mexiko die Depeschen durchgab und sich paar Mal im Jahr in der Redaktion blicken ließ, um dort recht angeberisch aufzutreten. Er war sozusagen ein Journalist im Dienste der Ultrakatholiken, und dass aus ihm später ein Hitler-Verehrer und Waffen-SS-Offizier werden würde, ahnte damals niemand. Hergé war zu jenem Zeitpunkt in der Redaktion ein kleines Licht und ein leicht beeindruckbares Bübchen, das von derartigen Abenteuern in fernen Ländern nur träumen konnte.
Von einer Freundschaft mit Degrelle kann hier nicht die Rede sein. Hergé war zu keinem Zeitpunkt mit Degrelle befreundet. Die beiden kannten sich, so wie jeder in der Redaktion des 20. Siècle vermutlich Degrelle kannte. In den darauffolgenden 2 Jahren hatte Hergé außerhalb der Redaktion für Degrelle 2 Aufträge übernommen. Einmal eine harmlose Illustration eines historischen, prokatholischen Essays von Degrelle. Der zweite Job bestand aus dem Zeichnen von Wahlplakaten für die damals noch junge und gänzlich dem Katholizismus verschriebene Rex-Partei. Aber auch da hatte es sich um keine Nazi-Propaganda gehandelt, sondern um ultrakatholische Wahlplakate, die überwiegend über die Sozialisten oder Sozialdemokraten herzogen. Und ab Frühjahr 1933 war Hergé von Degrelle regelrecht angewidert. Die beiden hatten einen gerichtlichen Rechtsstreit um Urheberrechte. Und als Ende der 30er Jahre Degrelle nochmals versucht hatte, Hergé in die Nähe der Rex-Partei zu ziehen und ihn für eine waschechte Nazi-Zeitschrift mit dem Namen Pays Réel zu rekrutieren, lachte ihn Hergé geradezu aus. Für Hergé wäre es undenkbar gewesen, einer Nazi-Anschlusspartei beizutreten oder für sie zu arbeiten. Er hätte sich vermutlich in den Boden geschämt. Da ist natürlich die Frage in der Luft, ob Hergé jemals Rexist war oder gar sein ganzes Leben ein Rexist gewesen war, wie der Artikel in Comic-Szene zu kolportieren versucht. Nun, die Antwort ist relativ kompliziert. Anders kann man das nicht sagen. Hergé war zu keinem Zeitpunkt Mitglied irgendeiner Partei gewesen, das lag ihm nicht. Die Rex-Partei wurde als ein politischer Arm der belgischen Katholiken gegründet und vertrat eine erzkonservative Ideologie, vergleichbar vielleicht ein wenig mit der heutigen CSU, wobei die heutige CSU natürlich nicht ständig auf die katholische Drüse drückt. Das wäre heute kontraproduktiv. Das war damals, am Anfang der 30er Jahre, allerdings anders. Le 20e Siècle wurde sofort zu einer relevanten Plattform der Rex-Partei, zumal der Herausgeber und Hergés Mentor Norbert Vallès ein gerissener Rechtsradikaler war. So wundert es nicht, dass das Blatt ein Magnet für reaktionäre Katholiken war, wie eben Léon Degrelle. Das war Hergés Umfeld, zumindest in jener Zeit, als er 21 oder 22 Jahre alt war. Doch in 1937, also in einer Zeit, in der Hergé und Degrelle miteinander nichts mehr zu tun hatten und Degrelle auch nicht mehr für den 20. Siècle arbeitete, da änderten sich die dynamischen Kräfte um Hergé deutlich. Im April des Jahres 37 hatte der belgische Kardinal Van Rooy angesichts der historischen Entwicklung in Deutschland dazu aufgerufen, dass alle Katholiken sich den antifaschistischen Kräften anschließen sollten. Er setzte die Rex-Partei de facto den Nazis gleich, was massive Parteiaustritte zur Folge hatte und die Rex-Partei an den Rand der Bedeutungslosigkeit brachte. Degrelle, damals der Chef der Partei, reagierte allerdings so, dass er letztendlich die katholischen Themen in seinem Wahlprogramm komplett vernachlässigte und lieber vollständig in der rechtsradikalen Ideologie aufging. Natürlich war Rex schon vorher reaktionär und konservativ, doch erst jetzt wurde aus ihr jene Nazi-Partei, als welche sie heute rezipiert wird. Doch in jener Zeit, als Hergé noch mit der Rex-Partei unmittelbar zu tun hatte, war das eine politische Plattform der Katholiken. Sozusagen christlich-sozial und nicht nationalsozial. Ich fand es immer etwas vermessen, von dem 22-jährigen Hergé zu erwarten, dass er 15 Jahre Geschichte voraussieht und schreiend vor der Katholenpartei wegläuft. Das ist eine etwas arg postmoderne Erwartung. In jener Zeit, als diese Radikalisierung der Rex-Partei geschah, also 1937, hatte Hergé gerade Der blaue Lotus finalisiert und bereitete den Arumbaya-Fetisch vor, also 2 Bände, die extrem antirassistisch sind und tief der Völkerverständigung gewidmet sind. Man würde ja denken, dass ein hitzköpfiger Twen mit irgendwelchen Nazi-Ansichten etwas von seiner bösen Ideologie in seine Comics durchsickern lassen würde, wenn eine solche Ideologie da wäre. Hergé war nie ein Mitglied der Rex-Partei und sogar sein Freund Raymond de Becker hielt es als Mitglied der Partei nur 3 Monate aus. Übrigens, de Becker, der in der Tat inniger Freund Hergés war, hasste doch Degrelle, der nie ein Freund von Hergé war. Degrelle war aus Berlin zurückgekommen und schwafelte bei einer Rede etwas davon, dass Belgien sich endlich den Idealen von Heinrich Himmler ergeben soll. Es sei an der Zeit, Teil der Neuordnung zu werden, sprich Belgien sollte Teil von Deutschland werden. Hergé und de Becker fanden das vollständig gruselig. Das bedeutet aber nicht, dass Hergé keine Ideologie besaß. Er war ein fanatischer Royalist, der an die gehobene Rolle des Adels glaubte. Diese Überzeugung überlebte sogar seinen Katholizismus, der in der Zeit zwischen Schritte auf dem Mond und der Fall Bienlein extrem brüchig geworden war und deutlich dem
Interesse an Buddhismus und einem eher spirituellen Christentum gewichen war. Übrigens war auch de Becker kein Nazi. Er war ein berüchtigter Kollaborateur, der bis zum Schluss beteuerte, Le Soir einfach nur durch die Stromschnellen der Okkupation zu lavieren, mit dem Ziel zu helfen, dass Belgien diese dunkle Zeit mit so wenigen Verlusten an Menschenleben wie nur möglich überstand. Eine Doktrin, die übrigens exakt so von König Leopold herausgegeben wurde. Kooperiert mit den Besatzern, löst keine Gewalt aus. Und wenn Leopold im Radio sprach, da standen de Becker und Hergé so da. Ich übertreibe ein wenig, aber man muss diese Dinge ein wenig im Kontext ihrer Zeit sehen. Er war ihr großer König und er hatte ihnen gesagt, kollaboriert und vermeidet Blutvergießen. Das ist eine historische Situation, die nicht ungewöhnlich war. Als die deutschen Nazis die sogenannte Resttschechei und Slowakei besetzten, gab der steinalte Ex-Richter und neue Präsident Emil Hacher der Bevölkerung ebenfalls per Radio durch, sie sollen sich nicht den Besatzern in den Weg stellen, da ihm klar war, dass die Wehrmacht jeden zertrümmern würde, der auch nur eine Gegenwehr andeutet. In den 60er Jahren noch kontrollierten vom CIA bewaffnete Mitglieder des Chushi Gangdruk weite Teile von Südtibet und töteten dort chinesische Soldaten zu Hunderten und Tausenden. Der Dalai Lama entsandte Botschafter, um den Kampa-Rebellen Einhalt zu gebieten, da er das endlose Blutvergießen beenden wollte. Die Geschichte ist nicht gnädig mit solchen Beschlüssen und der Dalai Lama wird dafür bis heute kritisiert. Emil Hácha gilt in Tschechien als verfemt und König Leopold wird allgemein als historisch schwach rezipiert. Aber damals, in jener Zeit, wäre es den eifrigsten Gefolgsleuten von Leopold nicht in den Sinn gekommen, ihm zu widersprechen, zumal seine Begründung Sinn ergab. Belgien hatte mit den Deutschen gekämpft, der Krieg dauerte gerade mal 18 Tage. Hergés Bruder Paul hatte durch den ganzen Krieg in einem Gefangenenlager gelebt. Hergé liebte Paul Remy. Die bloße Idee, dass Hergé ein verkappter Nazi war, während sein Bruder in einem deutschen Lager verrottete, ist derartig widerlich, dass man diese Zeitschrift eigentlich zusammenrollen möchte, um damit jemanden über den Kopf zu hauen. Und wie gesagt, dieser Artikel besteht aus einem Sack voller Fakten, die allesamt kein Geheimnis sind. Doch es ist diese tendenziöse Art, sie neu zusammenzustricken, die ich problematisch finde. Ein weiteres Beispiel auf Seite 8. Hergé ist ein ängstlicher Junge ohne Selbstbewusstsein, fast noch ein Kind, wie Vallès Sekretärin Germain Quiquens wiederholt bemerkt. Aber es gibt da einen anderen jungen Mann in der Redaktion, der all das verkörpert, was Hergé gerne gewesen wäre. Seinen Pfadfinderkollegen Léon Le Beau, Léon der Schöne. Er ist nur gerade ein Jahr älter als Hergé, sie sind die einzigen in der Redaktion, die sie duzen, zwei beste Freunde. Léon ist mittlerweile ein charismatischer Dandy mit blonder Haartolle. Also, man spürt förmlich, wie der Autor hier die überspannte Behauptung vorbereitet, dass Dantin in Wirklichkeit der Grell sein soll. Doch was noch mehr auffällt, ich sehe so richtig, welche Passagen von Azulin hier verfremdet werden. Gutes Beispiel für notorische Demagogie. Zum Beispiel dieser Ausdruck Pfadfinderkollegen. Hier soll wieder der Eindruck erweckt werden, als hätte irgendwann der 14-jährige de Grelle und 13-jährige Hergé zusammen unten am Fluss gespielt und waren seitdem so richtige Blutsbrüder. Untrennbar. Der Nazi und sein kleiner Zeichner. Das ist totaler Quark. Sie hatten beide eine ähnliche katholische Schulzeit erlebt, an verschiedenen Schulen, doch hier werden diese Wortspiele betrieben, um das Narrativ vorzubereiten, dass Hergé im Grunde schon als Teenager mit zukünftigen Nazis abhing. Es ist übrigens richtig, dass einiges dafür spricht, dass de Grelle eine Art Mitverdienst daran hat, dass Hergé damals amerikanische Comics kennengelernt hatte. Ich bin sicher, er hätte sie ein paar Monate später auch anders kennengelernt, aber es ist wahr, dass de Grelle, wenn er in Brüssel war, um seine Honorarschecks zu kassieren, einen Stapel lokaler Zeitschriften aus Amerika mitgebracht hatte, auf Spanisch und Englisch, und es liegt ebenso nahe, dass der nerdige Hergé sich damals auf die Cartoons auf der letzten Seite stürzte. Aus dieser relativ harmlosen Tatsache hatte Léon de Grelle in der Nachkriegszeit ein irrwitziges Kapital geschlagen, indem er unentwegt diese Legende befeuerte, er sei das Vorbild für Tintin gewesen und erst er hätte seinen Protégé Hergé mit Comics bekannt gemacht. Es ist ja interessant zu sehen, dass auch nach 50 oder 60 Jahren es immer noch Publizisten gibt, die dem vollkommen auf den Leim gehen. Ich frage mich, was der 20-jährige Hergé damals inmitten des Großraumbüros von Wang Tiem Siegle hätte machen sollen. Hätte er sagen sollen, nein, Leon, ich nehme keine ausländischen Zeitungen entgegen von jemandem, der sich in 9 Jahren der Waffen-SS anschließen wird. Es ist absurd. Wisst ihr noch, wie ich anfangs gesagt hatte, ihr sollt euch an den Augenblick zurückerinnern, als Hella von Sinnen etwas von Beweisen gefaselt hat? Ja, das alles hier sind die Beweise.
Und dann diese Obsession für die blonde Haartolle von de Grel. Das ist einfach nur noch Märchenland. Wenn der Autor auch nur ein Foto in seinem Archiv besäße, das zeigt, dass de Grel eine tintineske Haartolle besaß, würde dieses Foto vermutlich riesengroß aufgeblasen auf der ersten Seite des Artikels stehen. Doch wir alle wissen, er besitzt so ein Foto nicht. Das ist reine Fabulierkunst. Und der ganze Punkt ist auch vollkommen irrelevant, denn die berühmte Tintin-Haarsträhne entstand erst in mehreren Schritten über einen Zeitraum von einem Jahr. Anfangs hat Tintin diese Tolle nicht. Das ist alles nur manipulatives Geschwafel, um einen vorgefassten Punkt zu erhärten. Übrigens, und das ist nur etwas, das mir so ganz am Rande durch den Kopf ging, während ich hier so Pause mache. Man kann natürlich verstehen, warum es dem Verfasser des Artikels so wahnsinnig wichtig ist, die Bekanntschaft zwischen Hergé und Léon de Grel so weit in dessen Jugend wie möglich zu versetzen, auch wenn das überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun hat, weil natürlich nur dann ließ er sich überhaupt diese steile These aufstellen, dass Tintin komplett auf Léon de Grel basiert. Doch das Problem ist ja natürlich, dass Tintin in erster Linie auf Totor basiert, den Hergé schon vorher zeichnete. Aber als Hergé Totor zeichnete, hatte er noch gar nicht in Vingtième Siècle gearbeitet und hätte auch gar nicht Léon de Grel kennen können. Das heißt, man muss erstmal diese Legende irgendwie dazwischen schieben, dass die beiden sich schon als Teenager kannten. Und dann kann man ja sozusagen das Narrativ weiter verbiegen. Das nur so am Rande. Nun bestreite ich nicht, dass der Autor dieses Artikels einen massiv größeren Zugang zu irgendwelchen Unterlagen zu haben scheint, die mir unbekannt sind. Ich weiß nicht, wo ich anfangen sollte, dieses leidige Thema zu meinem Lebensinhalt zu erklären, um dann jeden Satz auf die Waage legen zu können. In diesem Sinne, lassen wir mal eine wirklich brisante Passage auf der Seite 8 mal erklingen. Noch in den 50er Jahren bestellt Hergé bei seinem diskreten Lausanner Buchhändler die Rechtfertigungsschriften de Grels und lobt sie in Briefen an seine Freunde. Hergé behauptet später, sein jüngerer Bruder Paul habe ihn inspiriert, weil seine Schulkollegen ihn Tintin nannten, aber sie nannten ihn Tintin in Anlehnung an Benjamin Rabiers Tintin Lutin. Pauls Charakter und Erscheinungsbild hatten hingegen mit Tintin so viel gemeinsam wie eine Eidechse mit einer Telefonzelle. Das ist mir neu und ich weiß auch nicht so recht, was ich darauf erwidern soll. Ich wüsste aber gerne, was hier die Quelle ist, denn dass Hergé in der Nachkriegszeit de Grel in Briefen an Freunde loben sollte, erscheint mir insofern seltsam, als dass wir doch auch in diesem Artikel hier festgestellt haben, dass Hergé in den 50ern ziemlich paranoide war und vermutlich davon Abstand nehmen würde, so etwas schriftlich zu hinterlassen, wäre er nun ein verkappter Nazi, der zugleich um seinen guten Namen fürchtet. Übrigens, die Sache mit dem Buchhändler in Lausanne und dem Lesen von Léon de Grel in der Nachkriegszeit ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich habe das schon irgendwo mal gelesen. Und als ich das Video gedreht habe, ist mir das nicht ins Gedächtnis gekommen. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass das doch irgendwo in dem Buch von Benoît Peter steht. Und dann habe ich diese Passage mal rausgesucht und ich lese die jetzt mal vor. Das ist allerdings jetzt auf Englisch. Hergé was beginning to feel better. He ate with good appetite, plunged with interest into Léon de Grel's book on the Russian campaign that he had bought in Geneva, and asked Germain to meet him again in Gland. In early September, they spent several happy days together by the lake, going out for hours in the rowboat and eating hearty meals accompanied by plenty of wine with Charlie and Lise Fornara. Und so weiter und so weiter. Es überrascht ja nicht, dass Benoît Peter sich an dieser Stelle mit dem Satz nicht besonders aufhält, weil es ja auch letztendlich nichts bedeutet. Das hier so aus dem Zusammenhang zu nehmen und sagen, ja, weil er natürlich ein lebenslanger verkappter Nazi war, der alles verschlungen hat, was andere Nazis geschrieben haben, ist einfach eine absurde Fabulierkunst. Ein Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren mit absoluter Freude das Buch Revolte gegen die moderne Welt gelesen von Julius Evola. Das Buch ist faszinierend, teilweise vollkommen geisteskrank, aber es hat mir großen Spaß gemacht, es zu lesen. Das ändert natürlich nichts daran, dass Baron Giulio Evola einer der führenden faschistischen Philosophen Italiens war. Und die Frage stellt sich, hat mich denn diese Auseinandersetzung oder diese Bereitschaft, das Buch zu lesen, hat mich das zu einem Nazi gemacht oder nicht? Ich würde ja eher sagen, nein, aber das sind die Absurditäten, mit denen man sich heutzutage auseinandersetzen muss.
Das ist das Zeitalter einer vollkommen wirren politischen Correctness, wo sich jeder wie so ein kleiner Android einfach nur noch nach genau vorgegebenen Bahnen bewegen und verhalten darf, weil sonst ist er ein Nazi oder Antisemit. Es ist vollkommen absurd. Und der letzte Satz ist einfach nur grober Unfug. Im Gegenteil, Paul Remy sieht wirklich sehr aus wie Tintin. Das wird in der Zeichnung von Jacobs deutlich, wo dieser Paul Remy in der Menschenmenge zeichnet und Mühen hat, ihn so darzustellen, dass er nicht wie Tintins älterer Bruder aussieht. Das hat bei näherer Betrachtung alles keine Substanz und das sind nur die Ecken und Punkte, die ich mit meinen Mitteln hier aufgreife und analysieren kann. Wenn ich das jetzt Satz für Satz aufgreifen würde, entstünden vermutlich 10 Stunden Videomaterial und allein diese Vorstellung macht mir etwas Kopfschmerzen. Dieser Artikel ist eben gespickt mit kleinen Falschaussagen, die wie so ein roter Faden dienen, auf den die bekannten Fakten wie auf einer Perlenkette neu eingereiht werden, nur halt in einer Reihenfolge, um eine bestimmte Story, ein bestimmtes Narrativ zu erzählen. Doch im nächsten Absatz wird plötzlich einiges klar. Und dann wird es richtig gruselig und da breche ich dann die Analyse ein wenig ab, weil das in Stunden entarten könnte. Da schreibt also der Autor: Norbert Wallès, Léon Degrelle, Germain Quiquens und Hergé sind auch privat eng miteinander verbunden. An Sonntagen fahren sie oft aufs Land hinaus und essen zusammen zum Mittag. Rexisten unter sich, wie Léon Degrelle später in seiner Autobiografie Tintin, mon copain, Tintin, mein Freund, berichtet. Er verrät auch, wie Hergé auf den Hund bzw. auf den Foxterrier kam. Hergé mochte keine Hunde, Katzen hingegen sehr. Nur für Fotoshootings ließ er sich lächelnd mit einem Foxterrier ablichten. Degrelle berichtet, dass sie gemeinsam im Fotoarchiv des Wang Tiem Siecle nach einer Hunderasse suchten und sich von einer Fotografie aus dem Jahre 1918 inspirieren ließen. Es zeigt einen deutschen Gefreiten mit einem Foxterrier. Und dieser Gefreite mit Schnauz ist kein geringerer als der junge Adolf Hitler. Die Fotografie ist mittlerweile in zahlreichen Biografien abgebildet. Der britische Historiker Sir Ian Kershaw thematisiert Adolf Hitlers Foxterrier Fuchsel in Band 1 seiner preisgekrönten Hitler-Biografie. Da ist wieder dieses tendenziöse Wording, wo herumgedrechselt wird, um die Dinge irgendwie auf eine bestimmte Art aussehen zu lassen. Hier wird deutlich, wie die Quellenlage hier aufgestellt ist. Ich meine, wie kann man auch nur ansatzweise das bizarre Buch von Léon Degrelle zu Rate ziehen? Es hat noch nie einen Hergé-Biografen gegeben, der diesem Nazi auch nur ein Wort abgekauft hat. Degrelle hat noch Jahrzehnte in Spanien gelebt, das sich geweigert hatte, ihn an Belgien auszuliefern. In dieser Zeit pupste er ein faschistisches Manifest nach dem anderen heraus, organisierte und zelebrierte Treffen mit Revanchisten und Ex-SS-Leuten. Aber sein dümmliches Büchlein über Hergé soll nun die Quelle der Wahrheit sein, obwohl man sonst niemanden finden würde, der daraus bereit wäre zu zitieren. Das ist erst das zweite Mal, dass ich gesehen habe, dass jemand das Buch zu Rate zieht. Das erste Mal war das bei einer faschistischen New Right-Konferenz in London, wo in 2012 einer der rechtsradikalen Redner das Buch als Grundlage seines Vortrags über Hergé und Degrelle benutzte. Und dann hier, das zweite Mal in Comic-Szene. Das ist eine ganz schlechte Idee, die eigenen Behauptungen mit Degrelle zu untermauern. Ich zumindest glaube kein Wort, das aus dem Mund eines neurotischen Altnazis wie Léon Degrelle kam. Goebbels hatte sich in seinen Tagebüchern auch gerne mal die eine oder andere Affäre mit einem Leinwandstar angedichtet. Da sollte man ganz vorsichtig sein. Wie bereits gesagt, der Artikel ist nicht gänzlich falsch. Die Fakten, die dort zitiert werden, sind seit Jahren bekannt und werden auch unentwegt diskutiert. Doch die Skandalisierung findet eben durch das Hinzufügen von Details, die nicht nur unbewiesen sind, sondern im Widerspruch zu bisher seriöser Berichterstattung stehen. So viel also erstmal zu dem Artikel. Wie gesagt, ich könnte mich daran wahrscheinlich Wochen und Wochen abarbeiten, aber das erscheint mir nicht ganz sinnhaft. Wir gucken einfach mal ein bisschen weiter bei dem Video mit Hella von Sinnen. Es verändert schon den Blick, finde ich, auf die Kunst. Also ich gucke wirklich anders auf diese dufte Tasche, seitdem ich die habe. Und ich habe die geliebt, weil ich die Tasche und das klasse finde. Ich habe diese Tasche nach diesem Artikel nicht mehr so gerne wie vorher. Und die Frage ist doch, haben wir ein Recht dazu als Rezipienten? Müssen wir das ausblenden? Wie ist da deine Haltung? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, jeder und jede. Ich war auch geschockt. Ich habe auch gedacht, mein Gott, der Mann war ein belgischer Faschist, Punkt. Aber man muss doch dann ins Werk schauen. Und die Frage, ob man nun den Künstler von seinem Kunstwerk trennen kann, darf oder soll, das ist eine legitime Frage.
und eine Frage, die uns heute im MeToo-Zeitalter sicherlich alle beschäftigt. Und dazu gibt es allerlei Positionen. Aber darum geht es hier nicht. Das Problem hier ist nicht, ob man den Tim und Struppi lesen soll, angesichts dessen, dass Hergé ein Faschist war. Das Problem ist, dass die Fragestellung eine falsche ist und ein übles Strohmann-Argument darstellt. Denn Hergé war zu keinem Augenblick seines Lebens ein Faschist. Doch das ist die Frechheit, dass das Urteil am Anfang hastig und wie ein Taschenspielertrick gefällt wird. Und dann dreht sich die ganze Debatte darum, wie wir denn mit dem Faschisten in unserer Mitte verfahren sollen. Doch sollten wir nicht erstmal eine unumstößliche Gewissheit erfahren, ob jemand etwas ist, bevor wir ihn dafür komplett verurteilen und exekutieren? Da geht es um einen Schmuckdiebstahl und dann werden auch Zigeuner verdächtigt. Aber im Lauf des Heftes dann entschuldigt, exkulpiert und man lässt sogar auf dem Gelände von Schloss Mühlenhof dann ein Lager aufschlagen. Also da kann man sagen, hier ist genau das Gegenteil von Faschismus und Rassismus. Da ist eine humanistische Message. Okay. Man muss wahrscheinlich gucken, was ist mit den anderen Alben. Die ganz frühen waren ganz schlimm, das weiß man auch. Das, was war ja, zur Zeit des Faschismus, wo der floriert hat, da hat er richtig auf die Kacke gehauen. Falsch, falsch und nochmal falsch. Erstens, die Leute müssen aufhören, ständig von den frühen Alben zu sprechen, als Beweis für Hergés Faschismus. Es gibt keine frühen Alben. Es ist nur ein einziges Album, Tim in Kongo. Das vorangehende Tim im Lande der Sowjets ist eine geschmacklose und wirre Jugendsünde, aber nichts daran ist faschistisch. Die Geschichte ist einfach nur trivial und beleidigt so richtig nur hartgesottene Fans der Sowjetunion. Dagegen trieft Tim in Kongo in der Tat vor kolonialem Paternalismus, doch bereits die dritte Folge, also der dritte Band Tim in Amerika, präsentiert einen deutlich emanzipierteren Tonton, der an der Seite der Indianer gegen den Imperialismus und das organisierte Verbrechen der Weißen kämpft. Hergé ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Da gibt es keine frühen Bände. Das ist erneut diese semantische Unschärfe, die zu absolut falschen Aussagen führt. Oder, um es leicht verständlich auszudrücken, es sind Lügen. Der Schmierstoff dieses Zeitalters, in dem wir leben. Und dann sagt Heller von Sinnen darauf, zur Zeit des Faschismus, wo der floriert hat, da hat er, gemeint ist Hergé, so richtig auf die Kacke gehauen. Das ist eine vollkommen wirre Aussage, die vorn und hinten ahistorisch und falsch ist. Tim in Kongo wurde 1931 gezeichnet. Wenn mit Zeit des Faschismus Heller von Sinnen das Dritte Reich meint, also die Okkupation Belgiens durch die Deutschen, so hatte Hergé gerade in dieser Zeit nicht auf die Kacke gehauen, da Tim und Struppi zu jener Zeit vollkommen entpolitisiert waren. In jener Zeit, als Hitler, Daladier und Chamberlain das Münchner Abkommen unterzeichneten, hatte Hergé gerade an König Ottokars Zepter gearbeitet. Und das ist ein Heft, das geradezu mit den Deutschen und dem Faschismus abrechnet. In den Jahren des Dritten Reiches hatte Hergé gerade nicht auf die Kacke gehauen, um das charmante Vokabular von Heller von Sinnen zu verwenden. Sein letztes politisches Statement vor der Okkupation bestand in der vorerst abgebrochenen Geschichte im Reiche des Schwarzen Goldes, wo Hergé die Deutschen kritisiert und Dr. Müller als einen kriminellen Entrepreneur auftauchen lässt, der versucht, die alliierten Staaten wirtschaftlich zu ruinieren, indem er einen Regime-Change in Saudi-Arabien organisiert. Wo genau ist das faschistisch? Die Frau redet einfach nur Scheiße. Und ich finde keinen Weg, das höflicher auszudrücken. Wir leben in einer Zeit, in der die Ahnungslosesten von uns auf den größten Thronen sitzen. Ach, wir gucken einfach mal weiter. Also ich weiß, dass, also ich meine, die ganzen Gerüchte oder auch Fakten, die sind ja seit 100 Millionen Jahren. Und dann habe ich immer gedacht, natürlich liebt der Kinder, weil er selber keine Kindheit hatte. Genau. Und holt sich da so hat man sich das ja auch mal erklärt. So hat man sich ja immer auch besetzt, Neverland, klar, Peter Pan-Komplex, kein Thema. Kein Thema. Und wir haben alle nicht die Lampe gehalten. Und es war ja oft so, wenn er dann vor Gericht war, klar, er hat die Jungs auch ausbezahlt, aber ganz oft hörte man auch aus anderen Ecken, ehrgeizige Mütter erpressen Michael Jackson. Und tun so, als ob, und die haben eigentlich nur nächtelang Filme geguckt und Junkfood gefressen. Ja. Man weiß es nicht. Ja, der letzte Satz ist da am aussagekräftigsten. Tja, sie kann nicht aufhören, über Michael Jackson zu reden. Das hier sind insgesamt 12 Minuten, die der Frage gewidmet sind, ob Hergé ein Faschist war. Und sie redet die ganze Zeit über Michael Jackson, weil sie zu dem Thema nichts beizutragen hat. Schauen wir mal zum nächsten Clip.
war zum Glück nie so ein ganz großer Tim und Struppi-Fan, könnte man dann ja da noch sagen. Also ich sehe auch, was Tillmann gerade gesagt hat, es gibt eine Entwicklung in seinem Werk, wenn man jetzt nur mal die Alben betrachtet. So heftig oder auch überhaupt so wie in den ersten Alben war das später nicht mehr. Da kann man schon sagen, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Jetzt sagt dieser Artikel natürlich, dass er menschlich bis zum Ende die gleichen Ideale gehabt hat und auch ein Rassist bis zum Ende geblieben ist. Ja, also vom Werk kann ich es trennen, aber auch aus diesem Artikel möchte ich sagen, ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch. Viele Sachen sind klar, vieles ist wohl auch bewiesen. In den Nazi-Jahren hat es bei ihm floriert, er hat sich mit denen wunderbar arrangiert, das stimmt alles. Aber wenn hier zum Beispiel Sachen stehen wie, Hergé ging morgen ins Büro, ihm kamen die Juden entgegen, die später im Zug ins Konzentrationslager fuhren. Das hat ihn nicht berührt, das hat ihn kalt gelassen. Und der nächste Satz, er ging mit seinen Kollegen abends in die Bar, in der auch die Nazi-Schergen waren. Er fühlte sich pudelwohl. Das ist ja wieder Interpretation. Also da bringt uns der Autor schon des Artikels in eine Richtung. Ne? Er weiß nicht, ob er sich pudelwohl gefühlt hat. Das rüttelt ja nicht an den Fakten, dass der bis zum Schluss verletzt war mit diesem belgischen... Also er bewertet das auch schon und er verstärkt es so ein bisschen, indem er uns so das Gefühl gibt. Ja, aber damit macht er uns ja auch... Also das ist ja, also ich finde diesen Stil, diese Art eigentlich legal, erlaubt, weil es eine Betroffenheit schon in dir und eine Wut, eine Enttäuschung provoziert. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht ist das nicht besonders so sachlich, aber alles zusammen. Man hat den danach, weiß man. Hast du den zufällig gelesen, diesen Artikel? Erstaunlich, dass sich dann doch jemand gefunden hat, den Elefanten im Raum anzusprechen, nämlich die tendenziöse und unsachliche Art, wie der Artikel aufgezogen ist. Interessant finde ich auch, wie Hella von Sinnen am Anfang des Gesprächs so tut, als wäre sie die objektive Moderatorin einer Talkrunde, aber in dem Augenblick, in dem jemand auch nur ansatzweise die Integrität des Textes in Frage stellt, findet sie das alles super legitim. Zu keinem Zeitpunkt meldet sich da jemand zu Wort und sagt, kann der Verfasser irgendwas davon beweisen? Aber immerhin sagt jemand, irgendwas stimmt mit diesem Artikel nicht. Und Hella von Sinnen darauf, ja, aber Hergé war ein Nazi und wir sollten davon nicht ablenken, indem wir den Artikel in Frage stellen. Ein wirrer Zirkelschluss. Wir gucken mal weiter. Weiß mal, hast du den zufällig gelesen, diesen Artikel? Den habe ich auch gelesen. Und hat das was mit dir gemacht? Ich habe das vorher auch schon mal so als Gerüchte gehört. Hat mich nicht so super doll überrascht, weil, wie gesagt, die Bücher, ich bin relativ spät zum Tim und Struppi-Fan geworden, mag die Alben aber doch sehr und finde halt auch, man sollte in dem Fall ganz klar gucken, was die Message von den Alben ist. Und das, was er in die Welt raus imposaunt hat, war halt eher dieses positive Bild. Und von daher würde ich jetzt, wenn ich jetzt in dem Laden arbeiten würde, würde ich vielleicht jetzt Tim im Kongo nicht empfehlen, wenn es jemand kaufen will, von mir aus. Ich werde aber die anderen Bücher trotzdem weiterhin ins Schaufenster stellen, was einfach gute Comics sind. Und wenn er jetzt sozusagen seine Macht missbraucht hätte, um jetzt seine Propaganda der Jugend unterzujubeln, was er durchaus hätte machen können. Doch, das hat er aber auch. Also wenn man, den Artikel liest, hat er es auch. Aber in den Comics doch nicht, oder? Diese Szene mit den MC Greuner. Ich will mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich hatte jedenfalls einen Hals von hier bis Dortmund und habe das natürlich jetzt mit Michael Jackson verquackt. Und bin als Rezipientin wirklich zutiefst verunsichert. Mhm. Aber also, jetzt beginnt sogar bei Hella von Sinnen im Hinterkopf der Gedanke aufzusteigen, dass sie sich gerade auf einem totalen Glatteis verrennt. Auch kann sie sich nicht entscheiden, ob sie sich nun als ein Fan von Tim und Struppi präsentieren soll oder nicht. Am Anfang hieß es doch, könnt ihr euch erinnern, dass Tim und Struppi sie nun nie besonders interessiert hätten und sie hätte mal Tim in Kongo gelesen und hätte es ganz übel gefunden. Nun ist sie plötzlich als großer Fan tief verunsichert. Die weiß nicht mehr, wohin sie ihre Lügentrittsteine platzieren soll, um aus der Sache wieder herauszukommen. Übrigens, die Leute fressen seine Scheiße einfach nicht mehr. Das ging die letzten 10 Jahre mal mehr, mal weniger. Inzwischen sind die Leute derartig gebrannt mit inkompetentem Gelaber. Und das merkt man diesem Video an. Es hat deutlich mehr Dislikes als Likes. Die Kommentare sind sehr deutlich. Die Leute durchschauen diese Taschenspielertricks und haben langsam den Trichter voll von faulen Denkern, von dem ganzen Fake-News-Gehabe, von Leuten, die glauben, sie müssen sich auf ein Thema nicht vorbereiten, weil sie moralisch so erhaben sind, dass sie im Recht sein müssten, egal was sie sagen. Das scheint doch die Methode Hella von Sinnen zu sein. Ich muss mich nicht auf ein Thema vorbereiten, weil ich werde immer im Recht sein. Und warum werde ich immer im Recht sein? Weil ich ja gegen den Faschismus bin.
Also so verkürzt kann man das auch nicht betreiben. Es ist wichtig, dass wir den Chauvinismus und den Rassismus dieser Welt bekämpfen. Aber wir tun uns einen Bärendienst an, wenn die Wortführer dieser Initiativen unvorbereitete Dilettanten sind, die meinen, sie hätten es nicht nötig, Sachkenntnis zu haben, weil sie ohnehin das heilige Recht auf ihrer Seite haben. Das ist eine extrem dogmatische Sicht der Dinge. Gedanklich verkürzt und letztendlich sind solche Auftritte und so ein Gehabe ein Geschenk an die AfD und ähnliche Strömungen. Denn diese Leute wiederum kommen extrem gut vorbereitet in den Kampfring, denn die wissen, was für sie auf dem Spiel steht. Hella von Sinnen mutet hier an dieser Stelle wie so eine Art Hillary Clinton des deutschen Antifaschismus. Ein Bärendienst par excellence. Und habt ihr den Nerv für noch eine Clip-Reaktion? Den Geisten Gassenhauer hat sich diese Runde für den Schluss aufgehoben. Check it out, it's a doozy. Durfte. Und Ilse Werner war ja auch eine, die mit Propaganda gesungen hat. Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. So, aber ganz klassische Nummer für mich als Feministin auch. Heinz Rühmann durfte der erfolgreichste Nachkriegsschauspieler Deutschlands werden. Ilse Werner wurde gedisst. Die kam dann irgendwann bei Rivalen der Rennbahn, ploppte die nochmal wieder als alte Frau auf. Die hat keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen, weil die das Nazi-Flittchen war. Aber Heinz Rühmann, ich will damit nur auch sagen, dass du dann auch wieder in so einen gesellschaftlichen Strudel kommst, von Patriarchat und wie dann auch Frauen und Männer anders behandelt werden als Mitläufer oder als Unterstützer des faschistischen Regimes. Ja, das kommt ja. Nur zur Erklärung, was Hella von Sinnen hier beschreibt, ist, dass in der Nachkriegszeit Ilse Werner und Heinz Rühmann gleichermaßen als Kollaborateure des Dritten Reichs dagestanden haben. Doch weil Ilse Werner Frau war, hatte man ihr das so richtig ins Gesicht geklatscht. Und weil Heinz Rühmann ein Mann ist, ließ man ihn davonkommen und ermöglichte ihm eine ebenso erfolgreiche Nachkriegskarriere. Das ist kein Thema, bei dem ich besonders sattelfest wäre. Da müsste ich nun feministische Literatur studieren, die sich mit Entnazifizierung beschäftigt, um nachvollziehen zu können, ob das nun eine zulässige Schlussfolgerung ist oder nicht. Aber ich würde es eindeutig nicht ausschließen. Die Vorstellung, dass Heinz Rühmann die stärkeren oder die einflussreicheren Kumpels und Freunde hatte als Ilse Werner, ist durchaus vorstellbar, dass es da einfach Männerseilschaften gab. Ich kann es nur nicht bestätigen oder ablehnen, ich weiß es nicht, ob dem so war, möglich ist es. Aber, wo es ganz abwegig wird, ist der darauffolgende Gedankengang, den Hella da plötzlich hat. Der Grund, warum es scheinbar diese kollektive Tendenz gibt, die Schandtaten von Hergé zu verschleiern und seine Biografien zu fälschen, hat damit zu tun, dass Georges Remy ein Mann ist. Wäre er eine Frau gewesen, man hätte ihn in der Nachkriegszeit in den Boden geknüppelt, ihm die Arbeitserlaubnis nie wieder gegeben und wir hätten heute kaum etwas von Tim und Struppi gewusst. Das ist eine drollige Idee, da jetzt den hammerharten Feminismus-Boomerang reinzuwerfen. Das ist natürlich ziemliches Stammtischniveau. Das Problem bei solchen hochtrabenden Reden ist natürlich die Realität und ihre Fakten, die da im Wege stehen. Hergé war im Herbst 1944 erledigt. Einfach erledigt. Seine Arbeitserlaubnis, sein Führerschein, all das wurde ihm entzogen. In der Presse wurde er verhöhnt und karikiert. Er war in Ancivic durch und durch komplett aus dem Verkehr gezogen. Und so wäre es auch geblieben. Aus eigener Kraft hätte er sich aus diesem Loch nicht mehr ausgegraben. Der Grund, dass es da in der Nachkriegszeit eine dritte Blütezeit von Tim und Struppi gab, hatte nichts, aber gar nichts damit zu tun, dass Hergé ein Mann war. Der Grund dafür liegt darin, dass 5 Leute, übrigens alles Mitglieder der Résistance und über Hergé extrem gut informiert, fast 2 Jahre wie Löwen mit dem System gekämpft haben, um Hergé zu rehabilitieren, obwohl sämtliche Vorzeichen gegen ihn waren. Schauen wir uns doch noch einen Ausschnitt an. Behandelt werden als Mitläufer oder als Unterstützer des faschistischen Regimes. Ja, das kommt ja noch on top, ne? Also die, was alte weiße Männer alles kaputt gemacht haben in den letzten 100 bis 2000 Jahren, das ist ja dann quasi noch das Sahnehäubchen auf den persönlichen Fehltritten dieser ganzen Künstler. Ich finde das schwierig. Ich finde, eine Kunst, die jemand erschafft, entsteht ja aus der Person. Deswegen fällt mir das schwer, die Kunst von der Person zu trennen. Weil wenn der nicht der wäre, der ist und all die Dinge erfahren hätte und gemacht hätte, die er gemacht hätte, dann hätte er niemals das erschaffen können, was er erschaffen hat. Mhm. Picasso, weiß man zum Beispiel auch, war ein totales Arschloch zu allen seinen Frauen. Und irgendwie kann man sich irgendwie auch nicht mehr angucken. Und auch diese unklare Woody Allen-Geschichte, wo so Aussage gegen Aussage steht. Aussage gegen Aussage, er hat seine Adoptivtochter geheiratet, das finde ich auch bei Woody Allen relativ klar. Ja, das ist natürlich relativ schwer von der Hand zu weisen. Ja, relativ.
negativ. Aber da gibt es ja auch noch so Missbrauchvorwürfe und so, wo es aber heißt, dass Mia Farrow die Kinder beeinflusst hätte. Also es gibt's, wo die einen Kinder von Woody Allen sagen, er war es, und die anderen Kinder sagen, er war es nicht und so. Und das ist müssen. Aber andererseits spürt man irgendwo tief in sich drin, ich kann auch nach seinem Tod oder auch nachdem die Sachen vielleicht irgendwie vorbei sind, ich kann eigentlich einen Arschloch nicht unterstützen. Ja, aber einen Punkt habe ich trotzdem noch, und zwar, ich widerspreche mir damit jetzt ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass sich ja das Werk entwickelt hat im Laufe der Zeit und die Alben anders wurden. Und Tillmann hatte ja auch gesagt, dass der Humanismus so eingekehrt ist. Aber was dieser Artikel ja auch wirklich deutlich macht, ist, dass ein großer Teil der späteren Alben gar nicht mehr von Hergé, sondern hauptsächlich von seinen Assistenten gestaltet wurde. Wir hatten da den A.P. Jacobs, Jack Martin und der Bob D'Amore, die auch später eigene Serien hatten. Angeblich ist es ja wirklich so, dass er nur noch wenig dazu beigetragen hat. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, sind diese Elemente, die wir erwähnt haben, überhaupt von Hergé selbst eingebracht worden? Ja, ne? Ist eine interessante Frage. Und wenn man dann auch liest, dass niemand Credits nehmen durfte, es war immer nur Hergé, kein Assistent stand genau. Im Buch. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn man seine Überzeugungen komplett auf einem Artikel stützt, der in weiten Teilen inkorrekt ist. Denn hier konnte man es sich natürlich nicht nehmen, auch auf diesem leidigen Thema herumzureiten. Wenn man ja postuliert, dass Hergé ein Nazi war, dann muss man sich immer noch mit dem Problem befassen, dass er großartige Comics machte. Also versucht man, das Narrativ zu erweitern und behauptet dann, dass die tollsten Sachen in Wirklichkeit von anderen Zeichnern stammten. So kann man Hergé von allem Positiven komplett abkoppeln und damit komplett vernichten. Das ist einfach nur Scheiße. Zumal es nicht stimmt, und das müsst ihr nicht mir glauben, aber ihr solltet Pierre Azoulin vertrauen, der nicht als ein Tim und Struppi-Fan an die Sache herantrat, sondern eine gut recherchierte, mit präziser Quellenlage ausgestattete Biografie eines kontroversen Menschen geschrieben hat. Pierre Azoulin beschäftigt sich kapitelweise mit den sogenannten Helfern. Das ist auch der Grund, weshalb es mir wiederum möglich war, in den Sapristi-Videos diesen Mitarbeitern eine so große Fläche zu geben. Einige der Videos sind fast anderthalb Stunden lang, gerade weil ich wollte, dass diese wichtigen Künstler nicht im Schatten von Hergé stehen und namenlos bleiben. Doch was hier in dem Videoabschnitt gesagt wurde, ist einfach nicht wahr. Das steht auch in massivem Widerspruch zu Hergés Persönlichkeit. Was korrekt ist, ist, dass Hergé niemals geteilte Credits wollte. Er hatte es damit erklärt, dass Tintin von Hergé als ein Brand zu verstehen sei und dass es der Marke sozusagen schaden würde, wenn da plötzlich andere Namen auftauchen. Ich habe in mehreren Videos deutlich gesagt, dass man auch die Annahme zulassen sollte, dass Hergé da einfach zu egozentrisch war und dass diese Entscheidung mehr mit Eitelkeit zu tun hatte. Aber es ist auch belegt, dass Castermont absolut dagegen war, dass auf den Bänden der Name von Edgar Pierre Jacobs aufgeführt wurde. Und der Verlag stärkte dabei Hergé allzu gerne den Rücken. Aber viel wichtiger ist die Tatsache, dass Hergé ein geradezu neurotischer Kontrollfreak war. Seine Obsession für eine hundertprozentige und bedingungslose Kontrolle des Inhalts war berüchtigt. All diese genannten Leute, Martin, Bob D'Amore, Jacobs, Roger Leloup, haben immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie dickköpfig und unnachgiebig Hergé war, wenn es darum ging, die Kontrolle über sämtliche Tim und Struppi-Geschichten zu behalten. Wenn überhaupt, war das sein ausgeprägtester Wesenszug im Studio. Das war auch ein bisschen ein Teil dessen, warum er ständig so überarbeitet war. Denn wenn aus irgendwelchen Ländern irgendwelche Mängellisten kamen oder irgendwelche Wünsche, dass da etwas verändert wird, hat er nicht mal das an seine Assistenten ausgelagert, sondern er musste überall ganz genau wissen, wo für welches Land wurde welches Frame verändert. Die Idee, er hätte irgendwann alles Bob D'Amore zeichnen lassen und hätte sich aus allem rausgehalten, ist vollkommen absurd. Das ist einfach nur falsch. Hergé hatte Tim und Struppi so lange im Alleingang gezeichnet, wie es nur ging, und das allen Widrigkeiten zum Trotz. Das erste Mal, dass man ihn auf zeichnende Unterstützung ansprach, war ja bereits im August 1939, als Hergé in die belgische Armee mobilisiert wurde und die Arbeit an Im Reiche des schwarzen Goldes ins Stocken kam. Sein Freund Pierre X hatte ihm vorgeschlagen, für ihn das Zeichnen zu übernehmen. Das war kein Vorschlag, der bei Hergé irgendwie gut ankam. Hergé hatte erst in den 40ern die Idee an sich herangelassen, überhaupt jemanden mitzeichnen zu lassen, im Grunde zu einem Zeitpunkt, als der Burnout bereits da war und letztendlich er das Gefühl hatte, langsam gegen eine Wand zu fahren. Durch Melke Beke hatte er
Jacobs kennengelernt und war von dessen Zeichnungen begeistert. Zum ersten Mal konnte der Control-Freak Hergé sich vorstellen, dass jemand mitzeichnete, der dem Werk gerecht werden würde. Und dennoch hatte er Jacobs letztendlich dafür missbraucht, ständig zu kolorieren oder nur Hintergründe zu zeichnen, vorzugsweise bei abgedateten Wiederauflagen von bereits bekannten Bänden. Das hielt nur eine kurze Zeit. Für eine Weile hing Hergé dann wieder alleine in den Seilen. Er hatte den verfemten Jacques van Melkebeke und die beiden Koloristen Guy Desiquy und Franz Jagenaud bei sich heimlich zu Hause beschäftigt, weil er einfach nicht wusste, wie er das alles schaffen sollte. Denn einerseits hatte er beim Tintin-Magazin einen wöchentlichen Zweiseiter am Hals mit einer Geschichte, die lang war und einfach nicht enden wollte, sprich der Sonnentempel. Und auf der anderen Seite brachte Castermont ständig alle alten Geschichten neu heraus, vorzugsweise von Hergé neu gezeichnet. Erst nachdem er eine Serie aus wirklich ernsthaften Nervenzusammenbrüchen erfahren hatte, begann er in den 50ern als neue Strategie ein Studio aufzubauen, um so den ganzen Aufträgen gerecht zu werden. Doch zu keinem Zeitpunkt hat er das Zepter aus der Hand gegeben. Auch Bob Demore, der sicherlich den meisten Zeichenaufwand von allen Assistenten betrieben hat, war damit beauftragt, Hintergründe, Gebäude und Fahrzeuge zu zeichnen. Roger Leloup hat nur Flugzeuge gezeichnet, etc. Hergé behielt aber sämtliche Filetstückchen in der Hand. Sprich, niemand sonst durfte Tintin, Haddock, Milou oder die Schulzes zeichnen, außer bei besonderen Anlässen für Werbetafeln etc. Und was noch schwerer wiegt, Hergé hatte absolut keine Toleranz für Storylines, die ihm nicht angemessen erschienen sind. Das Drehbuch war bis zum Schluss fest in seiner Hand. Hier gab es nur selten Ausnahmen. So erlaubte er zum Beispiel Melkebeke in gewisse Drehbücher einzugreifen, geschuldet einer tiefen Freundschaft, die beide verband. Doch oft genug fegte er Melkebekes Vorschläge als Unsinn hinweg. Und er ließ Bernard Evelmont einige Szenen bei der Mondreise entwickeln, behandelte diese jedoch sehr isoliert, indem er sie ihm sogleich bezahlte, ein wenig wie ein Komiker, der einen Gagschreiber bezahlt. Er mochte Evelmont und war damit seinen Honoraren sehr großzügig. Doch letztendlich war die Mondreise etwas, das sich stellenweise Hergés Sachkenntnis entzog und er brauchte einen Wissenschaftler an Bord, der ihm beratend zur Seite stand. Diese Behauptungen am Ende des letzten Videoabschnitts sind also absoluter Unsinn. Was stimmt, und das war immer ein zentrales Thema bei Hergé, das ist aber kein Geheimnis und auch nicht besonders skandalös, dass Hergé wie ein Schwamm operierte. Unentwegt klaute er Ideen aus herumliegenden Zeitschriften, Sachen, die ihm Leute erzählt haben. Nur in seltenen Fällen stieß das jemanden auf. Ab und zu sicherlich, aber das ist nichts Ungewöhnliches in der Welt der Kunst. Musiker können von solchen Dingen eine Menge erzählen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass in seinem Umfeld jeder ganz genau wusste, dass man Hergé gute Ideen auf eigenes Risiko anbot. Somit auch diese Behauptung in der Talkrunde ist vollkommen unhaltbar. Es ist alles unsympathisch und es bleibt ein negativer Beigeschmack. Im Gegensatz zu unserem nächsten Werk, was ich voller Freude ankündigen darf. Tja, unsympathisch und negativer Beigeschmack entsteht eher, wenn man sich vor laufende Kameras setzt und einfach nur Scheiße redet. Ach ja. Ich will langsam zum Ende kommen und anstelle eines Fazits will ich eher versuchen, einige zentrale Fragen zu formulieren und sie für mich selbst zu beantworten. Die erste Frage ist die wichtigste. Ist es möglich, dass Claude Cuny, der Autor dieses Artikels, bei all dem Zugang zur gesamten Quellenlage, wie im Artikel ständig betont wird, über Informationen verfügt, die mir nicht zugänglich sind, die ich gar nicht wissen kann und die Hergés ohnehin durch wachsende Reputation schaden können? Ja, das muss ich bejahen. Ich habe insgesamt nur 3 Biografien zu Hergé gelesen und 2 davon waren sozusagen offizielle oder von Moulinsart abgesegnete Biografien. Und die 3. war natürlich das sehr strenge Buch von Pierre Azulin. Das Problem, das ich damit nur habe, ist dieses. Wenn der Verfasser des Artikels in Maxene etwas weiß, was andere Biografen nicht wissen, wieso wird es nicht präsentiert? Das meiste in diesem Artikel präsentiert bereits hinreichend bekannte Fakten, die hier nur mit spekulativen Emotionen aufgeladen werden oder mit kleinen und offensichtlich absichtlichen Unsauberkeiten miteinander vernäht werden, um ein bestimmtes Bild zu fördern. Dieses extrem unsaubere Arbeiten schädigt der eigentlichen Idee, die legitim ist. Natürlich muss Hergé im Kontext des Nationalsozialismus und des Rassismus betrachtet und behandelt werden. Aber die Integrität einer solchen Auseinandersetzung steht und fällt mit der Genauigkeit und Beweisbarkeit diverser Behauptungen.
Im ganzen Artikel gibt es ja einen Absatz, der Hergé in der Tat einen herben Schlag versetzen könnte, wenn man das nun als eine investigative Angelegenheit behandeln möchte. Und das ist der von mir bereits gelesene Abschnitt, wo Hergé in den 50ern in Briefen an seine Freunde Léon de Grelle Schriften lobt. Angesichts dessen, wie brisant eine solche Behauptung ist, wäre ich als Verfasser eines solchen Artikels sehr bemüht, solche Briefe in Erscheinung treten zu lassen. Ich würde vermutlich eine Fotokopie eines solchen Briefs im Artikel posten oder zumindest erläutern, woher dieses Stück Information stammt. Das ist das Herzstück der Behauptung, Hergé hätte narzisstisches Gedankengut vertreten, auch in der Nachkriegszeit. Das würde ich mir sicherlich nicht entgehen lassen. Doch nichts. Es bleibt nur bei einer Behauptung, die vollkommen nach Hörensagen klingt und ohne Quellenangabe bleibt. Und gleich im nächsten Absatz beginnt ein ganzer Unterpunkt, der ganze Passagen aus Léon de Grelles Gruselbuch übernimmt. Nur um am Ende kleinlaut zu sagen, das Buch war halt die Autobiografie eines Unbelehrbaren, gemeint ist de Grelle, doch ob er nun wirklich Vorlage für Tintin war, kann heute niemand mehr beantworten. Da stehen also zwei Absätze übelster Verunglimpfung drin, gefolgt von einem, naja, so genaueres weiß man nicht. Das ist alles super furchtbar. Noch furchtbarer ist, dass der Autor hier ständig Azulin als den wichtigsten Biografen heraufbeschwört, doch Azulins Aussagen stehen im krassen Widerspruch zu diesem Artikel. Die zweite Frage lautet, war Hergé ein guter Mensch? Das ist nicht leicht beantwortbar. Es gibt ganze Armeen aus Leuten, die ihn gehasst haben und oft mit Grund. Er verdrängte Leute vom Markt, entschied darüber, wer aufstieg und wer nicht. Er benutzte die Okkupation und den Holocaust dafür, um der prominenteste Zeichner Belgiens zu werden. Er betrog seine Frau. Es gibt eine Menge Sachen, die man Hergé vorhalten könnte. Es gibt aber auch Sachen, die man ihm vorhält, die ich so nicht teile. Dass Hergé auch nach dem Krieg unentwegt Melkebeke förderte und de Becker im Gefängnis unterstützte und auch noch später im französischen Exil mit Geld versah, ist so eine Sache. Das liegt halt daran, dass die meisten Leute heute nicht mehr wissen, was Freundschaft ist, weil sie denken, Freundschaft ist eine möglichst hohe Anzahl an Friends bei Facebook. Natürlich hätte sich der ewige Boy Scout Hergé nicht von Melkebeke oder de Becker abgewendet, nur weil sie gesellschaftlich geächtet und weil sie verurteilte en civique waren. Warum sollte er das auch? Sie waren seine Freunde. Es ist wahnsinnig leicht, rückwirkend in die Geschichte zu schauen und postmodern zu predigen, wie sich diese und jene Leute hätten verhalten sollen. Hätte nur Heinz Rühmann das und das getan, wäre nur Karajan da und da gewesen. So war es halt nicht. Sie alle hatten ihre eigene Trickkiste bemüht, um irgendwie durch die historischen Stromschnellen hindurchzukommen. Das mag man dann nachträglich scheiße finden. Ich hätte es auch super gefunden, wenn Hergé zusammen mit Hubert Pierlot nach London geflohen wäre und von dort die Resistance-Kämpfer mit Comics versorgt hätte. Für die Nachkriegszeit wäre es ein super smarter Move gewesen. Aber Hergé war halt nicht super smart. Er war ein talentierter Zeichner und ein wankelmütiger Kleinbürger, dessen einzige Konsistenz in jenen wenigen Werten bestand, die er als junger Knabe bei den Pfadfindern gelernt hatte, und dazu gehörte in erster Linie Treue an Freunde und Treue an Ideale. Sein König wollte nicht, dass er nach England floh. Sein König wollte, dass er blieb und sich mit dem System arrangierte, um Gewalt und Verluste zu verhindern. Damit war der Fall für Hergé gegessen. Er war damit im Unrecht, zumindest historisch gesehen, aber das machte ihn nicht zu einem Nazi. Und drittens hatte Hergé Dinge begangen und gezeichnet, die man als rassistisch oder faschistisch bezeichnen kann? Ja, das hat er. Aber es sind derartig isolierte Einzelfälle, dass man hier zwingend den Zeitgeist jener Zeit zu Rate ziehen muss. Hergé hat ein beklopptes, antisemitisches Klischee in einem später fallen gelassenen Frame von der geheimnisvolle Stern gezeichnet. Ihn dafür aber alleinig anzuklagen, klingt heuchlerisch, denn Europa hatte sich das ganze Mittelalter und Barock hindurch einen recht kollektiven Antisemitismus gepflegt und herangezogen, und diese eine Darstellung von zwei stereotypen Juden mit Hüten und schlechter Aussprache fiel damals deshalb nicht besonders auf, weil es nicht gerade ungewöhnlich war. Es ist auch falsch zu sagen, dass Hergé sich nie für solche Sachen entschuldigt hätte. Gerade hier hat er mehrmals deutlich gemacht, dass das damals eine Eselei war. Doch vor allem hat er irgendwann wohl das Gefühl gehabt, es muss auch mal Schluss sein mit den Entschuldigungen. Und ja, die Kunst des sich Entschuldigens war nicht seine stärkste Seite. Das ist halt bevor jeder seine eigene Text- und PR-Agentur hatte, wo ein Response-Team über die bestmögliche öffentliche Antwort auf ein Problem knobelt. Nächste Frage, war Tim im Kongo rassistisch? Ja, wobei ich scheinbar einer der wenigen bin, die sich die Mühe machen, auch hier Unterscheidungen zu machen.
Paternalismus mag natürlich eine Form von Rassismus sein, aber ich finde es problematisch, dies mit anderen Formen des Rassismus in einen Topf zu werfen. Paternalistisch und gönnerhaft über die Schwarzen in einer afrikanischen Kolonie zu denken, ist etwas anderes, als die Vernichtung einer Rasse zu planen, die man als niedrig erachtet. Beides ist Rassismus, beides ist Chauvinismus. Aber ich muss eigentlich nicht erklären, dass diese zwei Ausprägungen sehr unterschiedlich sind. Und ich werde nicht müde zu betonen, dass Hergé in der Zeit von Tim in Kongo ein unerfahrener 23-jähriger junger Mann war, dessen zeichnende Hand sehr zielsicher von einem bigotten, größenwahnsinnigen Priester mit Fimmel für Mussolini geführt wurde. War Hergé ein rücksichtsloser, gerissener Opportunist? Aber hallo, er war einer der aggressivsten Vertreter der franco-belgischen Comic-Szene, der den Markt als ein Schlachtfeld empfand und wo sich ihm jeder gefälligst unterzuordnen hatte. Darin war der Typ kein Engel. War Hergé feige? Ja, vieles spricht dafür, dass er sich lieber verneigte, als zu protestieren. Ich möchte an dieser Stelle jemanden zu Wort kommen lassen, der Hergé nicht besonders mochte, ihn aber sehr gut kannte. Besser als die meisten. William Hugues war ein hochgeachteter Held der Résistance, aber ganz zufällig vor dem Krieg eine Weile Herausgeber des XXe Siècle. Und zwar nachdem Kardinal van Rooy dafür gesorgt hatte, dass Abbé Vallès aus dem Verkehr gezogen wurde. William Hugues hatte noch während des Krieges und lange bevor Hergé einen Pranger gestellt wurde, für die Résistance einen Bericht über Hergé erstellt und darin beschreibt er ihn folgendermaßen. Er ist das perfekte Beispiel für die Querverbindung zwischen einer grundsätzlichen Pfadfindergeisteshaltung und der elementaren Mentalität der Rexisten, immer zum Chef aufblicken, immer in Reih und Glied bleiben, immer sich nach der Uniform sehnen, vielmehr ein Tollpatsch als ein Verräter. Das ist kein gutes Zeugnis, das da Georges Remy ausgestellt wird, aber es macht ihn nicht zu einem Nazi. Und es war derselbe William Hugues, der nach dem Kriegsende anderthalb Jahre für Hergé durch die Instanzen gekämpft hat, damit der Bann über dem Zeichner aufgehoben wird und Hergé anfangen konnte, für Raymond Leblanc zu arbeiten. Warum hätte der geachtete und geradezu verehrte Antifaschist Hugues das getan, wenn Hergé ein echter Nazi wäre? Damit Leblanc ein paar Kröten mit Zeitschriften machen konnte? Die Resistance hatte etwas mehr Integrität als das. Hugues hatte Hergé beim Petit Vingtième monatelang über die Schulter geschaut. Er kannte vermutlich alle seine Ansichten, sein royalistisches Schwadronieren. Erklär mir das mal. Damit sind wir wieder bei dem Punkt, dass ein Hitpiece, ein Rufmordartikel gegen Hergé immer voraussetzt, dass man chirurgisch diese dünne Schablone aus Minuspunkten ausschneidet und diese dann als das Gesamtbild präsentiert. Da muss viel weggedrechselt werden, um auf das Resultat Hergé ist Nazi zu kommen, wenn sogar Leute, die ihn nicht besonders leiden konnten, der Meinung waren, er sei kein Nazi, sondern nur ein spießiger Befehlsempfänger. War Hergé ein Mitläufer? Ja, er war auf jeden Fall kein Rebell, der den Status quo herausforderte. Und somit war er per Definition mehr ein Mitläufertyp. Er hatte zumeist das Bedürfnis geäußert, von all den politischen Dingen in Ruhe gelassen zu werden und duckte sich lieber weg. Doch das ist nicht immer möglich, wenn die Weltgeschichte sich um einen herum in einen Sturm verwandelt. Und diese Haltung hatte sich für Hergé in vielerlei Hinsicht erstmal gerecht. War Hergé verbohrt oder beratungsresistent? Ja, in gewissen Dingen erscheint er mir sehr verbohrt, weil ein Teil von ihm immer größere Zusammenhänge ausgeblendet hatte. Und das oft in einer trotzigen Manier. Ich spekuliere jetzt mal. Aber als er zum Beispiel nach Argentinien fliehen wollte, um der ganzen Schmach und dem Hohn zu entkommen, muss es Leute gegeben haben, die ihm gesagt haben, bist du verrückt? Weißt du nicht, wie das aussehen wird? Ausgerechnet Argentinien, wo sich die ganzen Nazis absetzen. Hergé gab sich da vermutlich, wie so oft, dickköpfig und beratungsresistent. Ja, aber die mögen mich dort. Hier mag mich niemand. Mi. Castermont riet ihm oft davon ab, gewisse Schritte zu unternehmen, wie zum Beispiel Tantin-Lizenzen an immer mehr Zeitschriften zu vergeben, die als okkupationskontrolliert galten. Hergé war da voller Bockigkeit. Jetzt erst recht, dann sollen sie mich halt hinrichten, hatte er an Charles Lesner geschrieben. Das war kein besonders guter Charakterzug von ihm, könnte man sagen. Aber natürlich ist jene Dickköpfigkeit, die hoch zum Olymp führt, genau aus diesem Material. Das ist leider so. Mit dieser Ambivalenz müssen wir bei großartigen Künstlern leider leben. Waren damals alle so wie Hergé? Nein, es gab in den 30er Jahren Leute, die schon damals philosophisch und ethisch so weit gereift waren und so weit den bürgerlich-konservativen, bigotten Mief durchdrungen hatten, dass man sie bereits als gänzlich befreit von der alten Denkweise ansehen kann.
In diesen Leuten lebte kein Paternalismus mehr, kein Rassismus, kein Antisemitismus. Das mochten junge Bauhaus-Studentinnen während der Weimarer Zeit gewesen sein. Das waren Musiker, das waren Denker, Schriftsteller. Sie waren ihrer Zeit der Frontabschnitt der noch immer wachsenden Aufklärung und humanistischen Reifung. Der große Literat André Gide wäre so ein Beispiel. Gut, der war natürlich pädophil wie sonst kaum jemand, aber so ist das mit den Künstlern. Ihr wollt moralische Perfektion? Dann müsst ihr euch an Jesus halten, nicht an Kunst. War Hergé ein Held? Das klingt wie eine bekloppte Frage, aber ich habe sie mir deshalb vermerkt, weil ich das in einschlägigen Facebook-Gruppen manchmal sehe. Da postet jemand irgendein Bild von Hergé und dann schreibt jemand im Kommentar drunter: My Hero, mein Held. Hergé war kein Held und sollte auch nicht so genannt werden. Er hatte in seinem ganzen Leben nichts geleistet, das dieses Prädikat verdienen würde. Ich mag ja hier in diesem Video vehement Leute kritisieren, die Hergé als einen notorischen Nazi verunglimpfen. Aber vertraut mir, wenn ich ein Video sehen würde, das ein irrwitziges Fluffpiece ist, wo Hergé verherrlicht wird und die Fakten in die andere Richtung verbogen werden, werde ich da genauso auf die Barrikaden klettern. Hergé war nicht unbedingt Mr. Good Guy. Wir sind nun in einer Welt angekommen, in der nur Polaritäten eingefordert werden. Der und der hat das und das gemacht, sofort in den Teppich treten, löschen, vergessen, jeglichen Kontakt abbrechen. Das ist so der Zeitgeist heute. Ich hoffe, dass Fäkalwitze noch okay sind, weil Mozart hat da ganz viele davon gemacht und nicht, dass wir bald Mozart bannen, weil er so politisch unkorrekt war. Der springende Punkt ist, wo ist die Freude geblieben, sich mit diesen Biografien in den Ring zu stürzen und sich an der Kantigkeit und Widersprüchlichkeit zu erfreuen? Für mich gibt es drei Biografien, mit denen ich mich immer wieder gerne beschäftige, weil sie so großartig problematisch sind und somit auch eine mentale und intellektuelle Herausforderung darstellen. Die eine Biografie ist Hergé, dazu muss ich nun nicht mehr viel sagen. Die andere Biografie ist Karl May, der ein Lügner, Trickbetrüger, Dieb und mehrfach verurteilter Krimineller war, dessen Bücher mit rassistischen und arroganten Bemerkungen gespickt sind, unter anderem. Der aber auch großartig progressiv und faszinierend sein konnte und seiner Zeit manchmal Jahrzehnte voraus. Das macht einfach Spaß, diese Sperrigkeit zu ergründen. Die dritte Person ist der tschechische Schriftsteller Ludwig Socek, der ein Leben lang verbissener Kommunist war, Mitglied der Partei und Teil des Militärapparats, doch zugleich ein großartiger, fesselnder Science-Fiction-Schriftsteller. Ich finde diese Widersprüche spannend und sie helfen mir auch, das grauschattierte Wesen des Menschen besser zu verstehen. Dieses Rosinenpicken von schlechten Eigenschaften, nur um eine Person in einer kreuzzugartigen Mission komplett zu zerstören, ist ein lachhafter Zeitgeist. Übrigens sehe ich mich nicht als Fan von Hergé. Ich bin vielleicht ein Fan von Tintin, eigentlich mehr von Haddock, aber ich bin kein Fan von Hergé, der mich im persönlichen Umgang vermutlich in den Wahnsinn getrieben hätte. Vermutlich wäre ich als der Mann in die Geschichte eingegangen, der Hergé mit einem schweren Glasaschenbecher erschlug. Aber das ist doch das Faszinierende daran. Wieso ist es so schwer zu verstehen, dass man nicht unentwegt über jedem Gericht sitzen sollte? Pharao hat gesprochen.